und mit Phil Estlin. Vor circa 250 Jahren das Auto. Bello. Da, andiamo. In 2018 was 250 years anniversary of the classical circus, so we wanted to keep it and to show how the tradition did move on. Alles mit you. Genau, geradeaus. Ich tippe auf B. Grundstücke beigebracht. Und damit den Pferdezirkus erfunden. Here behind me, it's called Gaze, Gaze. Yeah? It's a nylon material, what you pull up, and it's like a coffee filter. Yeah? So on the one side, it's steamed with metallic particles. On the other side, it's something what absorbs the lights. And like this, you get a very nice contrast, and you let them appear now. Yeah? We have now huge, giant elephants. Yeah? And we never had elephants, but it's the tradition of circus. So we have a main computer that is sending signal to each and every one of the beamers. There's 11 of them. Yeah. And every beamer throws their own part of the show. Mal machen Grüße vom Publikum, aber halb in Hologramm und halb in Live. Okay, und jeden Tag ich schaue meine Figur in Hologramm und für mich ist es ist komisch. Warum fandest du das schön? Was? Weil ich wusste gar nicht, wie die das machen. Das war irgendwie spannend. Ich habe am Anfang auch gucken müssen, wo das Ganze herkommt. Und ich fand, das war eine tolle Idee. Also ich wusste gar nicht, dass das so gut möglich ist. Auch andere Attraktionen ziehen. Die großen Storyteller dieser Zunft verstanden es meisterhaft, die Elemente der Unterhaltung. Das fand ich ganz toll, dass man diese Hologramme so darstellen konnte und man hat das sehr gut gesehen und konnte sich sehr gut hineinversetzen. Und ich denke mal, das ist besser, als die lebendigen Tiere im Zoo zu haben. Das reicht völlig, wenn man die Hologramme sieht. Das ist ganz toll gemacht. Everybody heard about what is hologram, what is holographic projection. They know it from internet, but now they see it first time here at Roncalli, and we are the first circus in the world to use now holograms, and it's enormous. Yeah, the reactions we did not expect like this. It's just our way to show fairy tale in the year 2019. Liebe Kinder, herzlich willkommen im Zirkus Roncalli!